Bestimmte Probleme bezüglich des korrekten Funktionierens eines Motors sind nur sehr schwer oder aber gar nicht mit Hilfe eines Scanners zu erkennen. In diesen Fällen kann eine Verwendung eines Motortesters sehr hilfreich sein. Schauen wir uns einmal an, wie das USB Autoscope zusammen mit dem CSS-Script von Andrei Shulgin in solchen Fällen benutzt werden kann. Der Anschluss des Geräts ist einfach. Mit dem schwarzen Pickup-Kabel wird der Zündimpuls für den Zylinder 1 abgegriffen. Dieses Signal ist zum Synchronisieren erforderlich. Das Signal des Kurbelwellensensors wird mit einem weiteren Kabel erfasst. Falls nötig, kann eine Nadel als Messspitze benutzt werden. Nun wird das Programm gestartet und der Modus CSS-Skript ausgewählt. Nun wird der Motor gestartet und im Leerlauf laufen gelassen. Starten Sie die Aufnahme. Nach einigen Sekunden im Leerlauf beschleunigen Sie langsam auf 3000 Umdrehungen pro Minute. Lassen Sie das Gaspedal los und warten Sie, bis der Motor wieder im Leerlauf dreht. Dann treten Sie das Gaspedal schnell und kräftig bis zum Anschlag durch. Wenn der Motor erneut 3000 Umdrehungen pro Minute erreicht, schalten Sie die Zündung aus. Lassen Sie dabei das Gaspedal durchgetreten. Warten Sie, bis der Motor zum Stillstand gekommen ist und stoppen Sie die Aufnahme. Als nächstes muss das aufgezeichnete Oszillogramm ausgewertet werden. Dazu klicken Sie auf die Schaltfläche Run Script in der Programmleiste. Das Skript wird nun mehrere Tabs oder Schaltflächen anzeigen. Im Tab Auswertung wird das Design des Kurbelwellensensors und Impulsgebers angezeigt, 60-2, und welcher Zahn mit dem oberen Totpunkt des Zylinders 1 übereinstimmt. Im Tab Effektivität wird die Effizienz jedes einzelnen Zylinders unter unterschiedlichen Lastzuständen und Bedingungen angezeigt. Der Tab Zündzeitpunkt vor OT1 zeigt den Zündzeitpunkt und die Zündverstellung für den ersten Zylinder relativ zum oberen Totpunkt an. Im Tab Inkrementenrad sind die Eigenschaften des Kurbelwellensensors sowie des Impulsgeberrades zu sehen. Betrachten wir nun die Schaltfläche Effektivität. Es ist zu erkennen, dass die Kompression in allen Zylindern gleich ist. Das Zündsystem arbeitet fehlerfrei. Die Kraftstoffversorgung arbeitet ebenfalls ohne Probleme. Mit einem Klick auf die linke Maustaste können wir jeden Zylinder einzeln betrachten. Es ist zu erkennen, dass alle Zylinder über den gesamten aufgezeichneten Zeitraum gleichmäßig arbeiten. Nun wiederholen wir den gleichen Test mit einem anderen Fahrzeug. Die Vorgehensweise ist die gleiche. Der Motor wird gestartet und im Leerlauf betrieben. Langsam wird der Motor auf 3000 Umdrehungen pro Minute beschleunigt, dann wird das Gaspedal losgelassen und der Motor wieder auf Leerlaufdrehzahl gebracht. Nun wird das Gaspedal kräftig und schnell bis zum Anschlag durchgetreten. Wenn der Motor 3000 Umdrehungen erreicht, wird die Zündung bei weiterhin durchgetretenem Gaspedal ausgeschaltet. Die Aufnahme wird beendet. Um die Aufzeichnung auszuwerten, klicken Sie auf Skript starten. Tab Auswertung zeigt an, dass der Impulsgeber 36,1 Zähne aufweist und der obere Totpunkt für Zylinder 1 sich 9 Zähne vor dem fehlenden Zahn befindet. Im Tab Effektivität ist zu sehen, dass der rote und der gelbe Graph Abweichung aufweisen. Dies weist auf Probleme der Zylinder 1 und 3 hin. Zündzeitpunkt und Verstellung erscheinen normal. Auch Kurbelwellensensor und Impulsgeber sind normal. Betrachten wir die Schaltfläche Effektivität genauer. Der Graph des Zylinder 1 zeigt auf, dass der Verbrennungsaussetzer während des schnellen abrupten Beschleunigen auftritt. Dies deutet auf ein Problem mit dem Zündsystem für diesen Zylinder. Das Ende des Graphs für Zylinder 3 weist auf Kompressionsverlust in diesem Zylinder hin. Dieser Kompressionsverlust ist der Grund für die verringerte Effektivität dieses Zylinders. Die Graphen von Zylinder 2 und 4 weisen keine Fehler auf. Was waren die Ursachen für die Fehler? Die Verbrennungsaussetzer im Zylinder 4 lagen an einer defekten Zündkerze sowie einem kaputten Zündkabel.
Der Grund für den Kompressionsverlust im Zylinder 3 war ein verbranntes Ventil.